So kannst du nach 5 Jahren in Deutschland eingebürgert werden. Jetzt erfährst du, was verbessert sich nach dem neuen Einbürgerungsgesetz? Wow, das sieht kompliziert aus. Abonniere jetzt unseren Kanal, da wir täglich Videos zu allen Voraussetzungen veröffentlichen und alles für dich einfach erklären. Ich bin Anwalt. Am Ende des Videos zeigen wir dir, wie du ohne Jura zu studieren die Einbürgerungsvoraussetzungen verstehst. Was sind jetzt die Unterschiede nach altem Gesetz und nach neuem Gesetz? Um nach 5 Jahren eingebürgert zu werden, gilt § 10 Absatz 1 StAG. Nach altem und nach neuem Gesetz. Doppelte Staatsbürgerschaft. Nach altem Gesetz konnten nur ganz wenig Menschen in Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Nach neuem Gesetz kann jetzt jeder die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Du brauchst deine alte Nationalität nicht mehr abgeben. Wie lange musst du jetzt in Deutschland sein? Hier hat sich die Regelung geändert. Du musst nicht mehr 8 Jahre rechtmäßig in Deutschland sein. Nach neuem Gesetz musst du nur noch 5 Jahre rechtmäßig in Deutschland sein. Wichtig ist, dass dein Aufenthaltstitel nicht gesperrt ist. Hier siehst du, welche Aufenthaltstitel für die Einbürgerung gesperrt sind. Hier ist die Rechtslage unverändert. Es gibt weiter viele Aufenthaltstitel, mit denen du nicht eingebürgert werden kannst. Im Zweifel musst du deinen Aufenthaltstitel erst wechseln, um den deutschen Pass zu erhalten. Dein Lebensunterhalt muss gesichert sein. Das galt früher, das gilt auch nach neuem Gesetz. Im Wesentlichen heißt das, du und deine Familie dürfen kein Geld vom Jobcenter bekommen. Da die Lebensunterhaltssicherung super kompliziert ist, werden wir in weiteren Videos genau erklären, darfst du Kindergeld, Kindergeldzuschuss, Elterngeld, Pflegegeld bekommen oder nicht. Solange du aber kein Geld vom Jobcenter bekommst, kannst du in aller Regel eingebürgert werden. Zumindest erfüllst du diese Voraussetzung. Welche Sprachnachweise brauchst du? Nach altem Gesetz konntest du nach 8 Jahren eingebürgert werden, wenn du ein B1-Sprachzertifikat hast. Hier hat sich gar nichts geändert. Es gilt nach wie vor. Du brauchst nur ein B1-Sprachzertifikat, kannst jetzt aber nach 5 Jahren eingebürgert werden. Zudem brauchst du einen Integrationsnachweis. Das ist in aller Regel der sogenannte Testleben in Deutschland. Wenn du diesen nach altem Gesetz, aber auch nach neuem Gesetz hast, erfüllst du die Voraussetzung. Hier hat sich nichts geändert und auch die Ausnahmen von früher gelten nach wie vor. Das bedeutet, wenn du keinen Einbürgerungstest hast und keinen machen möchtest, erfüllst du diese Voraussetzung trotzdem, wenn du entweder 4 Jahre in eine deutsche Schule gegangen bist und in die nächste Klasse versetzt wurdest, zum Beispiel 1., 2., 3., 4. Klasse, wenn du einen Schulabschluss hast, wenn du einen Ausbildungsabschluss hast und auch einige Studiengänge ersetzen den Einbürgerungstest. Der Einbürgerungstest ist aber der einfachste Test, den es in Deutschland gibt. Hier blenden wir dir mal unsere Homepage ein, wo du alles zum Einbürgerungstest in Deutschland erfährst. Wo kannst du ihn machen? Wie kriegst du Termine? Und du kannst auch alle Fragen durchgehen, um dich perfekt darauf vorzubereiten. Lass am Ende die Einbürgerung nicht am Einbürgerungstest scheitern, mach ihn einfach. Und deine Identität muss gesichert sein. Eines der kompliziertesten Probleme in Deutschland. Unkompliziert ist es immer, wenn du einen gültigen Nationalpass deines Heimatlandes hast. Solltest du keinen gültigen Nationalpass haben, gibt es viele Ausnahmen, wie du trotzdem eingebürgert werden kannst. Dazu blenden wir dir gern mal unsere Videos zum Thema Identitätsklärung ein. Was hat sich nach neuem Gesetz zusammenfassend geändert? Ursprünglich konntest du eigentlich erst nach 8 Jahren eingebürgert werden. Jetzt kannst du schon nach 5 Jahren eingebürgert werden. Und zudem bekommst du in jedem Fall die doppelte Staatsbürgerschaft, wenn du das möchtest. Und wenn dir das jetzt alles zu kompliziert war, gibt es eine ganz einfache Lösung. Du machst einfach unseren kostenlosen Test auf migrando.de. Diesen Test haben wir über viele Jahre entwickelt und wenn du diesen Test machst, erfährst du nach 3 Minuten, ob du eingebürgert werden kannst oder nicht. Und du erfährst auch, ob du ein unbefristetes Aufenthaltsrecht haben kannst oder nicht, falls du noch keines hast. Beantworte einfach die Fragen. Leider werden nicht alle positive Testergebnisse haben, zum Beispiel wenn du eine Duldung hast. Viele von euch erfüllen aber die Voraussetzung. Und wenn du die Voraussetzung nach unserem Test erfüllst, erhältst du am Ende ein Ergebnis und siehst genau, ob du eingebürgert werden kannst und siehst eine Auflistung aller einzelnen Voraussetzungen. Und wenn unser Test sagt, dass du alle Voraussetzungen erfüllst, rufen wir dich kostenlos an und prüfen nochmal, ob wirklich alle Voraussetzungen erfüllt sind, damit du endlich die deutsche Staatsbürgerschaft erhältst.